Herzlich willkommen. Thema, was ich mir vorgenommen habe, ist, wie kann ich ein MySQL installieren, wenn mir die Distribution ein ganz anderes vorgibt? MySQL, jetzt bitte generisch gemeint, einschließlich Percona, einschließlich MariaDB, grundsätzlich Distribution, die üblichen Verdächtigen, in diesem Falle, weil es die meisten Schwierigkeiten macht, Red Hat und Konsorten. Dann sollte ich vielleicht erst noch mal mich selber vorstellen und warum ich glaube, darüber was erzählen zu können. Ich arbeite bei der Firma FromDuel. FromDuel macht Dienstleistungen im MySQL-Umfeld, wieder generisch gemeint, also einschließlich Percona und MariaDB. Und Dienstleistung heißt Support, Beratung, Schulung, Remote DBA, vielleicht auch mal was drüber hinaus, aber das sind so die üblichen Sachen, die unsere Kunden von uns haben möchten. Ich selber komme aus der Datenbankwelt und zwar ursprünglich entwicklungsseitig. Also ich habe angefangen in einem Datenbanksystem bei der Systementwicklung, war dann jahrelang, oder das hat sehr lange gedauert, dann war ich beim MySQL-Build-Team, habe eine Zeit lang als DBA gearbeitet mit Schwerpunkt MySQL und bin jetzt, wie gesagt, bei FromDuel. Worum es ungefähr geht, habe ich vorhin schon erwähnt. Wir werden also uns erstmal über MySQL-Variantendistributionen ganz kurz unterhalten, überlegen, warum man vielleicht was anderes möchte und danach ein Beispiel durchgehen, warum es so einfach, wie man das gerne möchte oder dass es so einfach, wie man es gerne hätte, nicht geht und wie man es trotzdem hinkriegt. Das werden wir so Stück für Stück durchgehen, nicht auf dem elegantesten zielführenden Weg, sondern mit einem Brute-Force-Ansatz im Sinne, ich habe absolut keine Ahnung, wo gucke ich nach und wie kriege ich das Ding trotzdem zum Funktionieren. Also in gewisser Weise Methode, Versuch und Irrtum. MySQL-Varianten und die Distributionen, ganz kurz nur, es fing an mit MySQL als eigenständiger Firma. Dann hat im Jahr 2008 Percona sich die GPL-Quellen genommen und hat InnoDB verbessert. Daraus ist Percona Server entstanden und so 2009, 2010 wurde dann MariaDB aktiv und hat ebenfalls seinen eigenen Branch gemacht. Und ja, das entwickelt sich mehr und mehr in Richtung Fork, soll heißen, die Unterschiede zwischen MySQL, Oracle und Percona Server sind relativ gering. Hauptsächlich, dass Percona Server an InnoDB was verbessert hat, es ExtraDB nennt, andere Table-Händler dazu nimmt. MariaDB entwickelt sich doch mehr eigenständig, macht mehr Sachen anders. Wie das auf die Dauer wird, meine Kristallkugel ist zurzeit noch nicht so weit im Funktionsbereich, dass sie das schon sagen könnte. Grundsätzlich fangen sie halt beide an, bei den GPL-Quellen von Oracle und übernehmen entweder alles oder Teile, je nachdem, wie sehr es passt, wie sehr sie sich schon auseinanderentwickelt haben und es dann nicht mehr passt. Jo. Hallo? Da. Was haben sie gemeinsam? Ja, jede der drei Firmen, jedes der drei Teams entwickelt, macht Korrekturen, arbeitet an eigenen Features, behebt vor allen Dingen sicherheitsrelevante Bugs, wenn sie die finden. Jede macht ihre eigenen Pakete im Sinne RPMs und Debian-Pakete. Gibt leichte Unterschiede bei den Plattformen. MariaDB hat sich sehr auf IBMs Power 8 geworfen. Das scheint gerade sich zu ändern. Das scheinen sie gerade wieder einzustampfen. Warum auch immer. Jeder betreibt eigene Repositories für Download. Sprich, man kann die Pakete direkt von den jeweiligen Herstellern sich holen. Die Quellen sind natürlich auch verfügbar. Ist ja GPL. Sie sind weitgehend gleich, also bisher einigermaßen gegeneinander austauschbar. Wie weit sich das wann wie schnell ändert, ich weiß es nicht. Stichwort Galera Cluster, weil daran ziemliches Interesse besteht. Von jeder der drei Varianten, sei es Oracle, sei es Maria, sei es Percona, kriegt man auch eine Variante mit Galera Cluster. Oracle bietet Galera Cluster natürlich nicht selber an, das sähe ein bisschen komisch aus, aber der Galera-Hersteller Codership, der bietet Pakete an, die kombinieren Oracles MySQL-Quellen mit ihren Cluster-Sachen.
Wie gesagt, Galera, also Codership bietet die Pakete. Oracle selber arbeitet ja an einem Group Replication Plugin, was grob formuliert ein Nachbau von Galera Cluster ist, aber noch einiges aufzuholen hat, also funktional noch ziemlich zurückhängt. Sie werden natürlich versuchen aufzuholen, das ist klar. Reden wir kurz über den Aspekt Distributionen, die typischen Verdächtigen, die Red Hat-Welt, SUSE, Debian, Ubuntu. Die anderen lasse ich jetzt der Übersicht halber weg, nicht weil ich sie schlecht finde, sondern weil sie zahlenmäßig keine so große Rolle spielen bei den Leuten, die MySQL produktiv einsetzen. Alle Distributionen bieten natürlich den DAMP-Stack, wobei man darüber streiten kann, wofür das M gerade steht. Die Distributionen bauen die Pakete selbst, bin aufgehend von den GPL-Quellen der Variante, die sie bevorzugen. Das war typischerweise MySQL von MySQL AB, Sun, dann Oracle. Inzwischen sind einige zu MariaDB gewechselt, einige soll heißen Red Hat seit Red Hat 7. Und alle Red Hat Clones natürlich mit, also Scientific Linux, CentOS, pikanterweise auch Oracle Linux. Sie können es nicht vermeiden, dass sie Red Hat binärkompatibel sind. OpenSUSE und SUSE Enterprise haben den gleichen Schwenk gemacht. Bei Red Hat ist der Grund klar. Ich meine, so wie Oracle bei das Red Hat abkupfert, wollten natürlich Red Hat weg von Oracles MySQL. Kann ich gut verstehen. Bei SUSE, warum auch immer. Debian und Ubuntu bieten bisher beides, sprich sowohl Oracles als auch MariaDB. In einer anderen Darstellung sieht das so aus. Red Hat 5 hatte MySQL 5.0, längst außen Support und so weiter, Vergangenheit. In Red Hat 6 hatten wir MySQL 5.1, inzwischen auch nicht mehr supported. Red Hat 7 hat gewechselt zu MariaDB 5.5. SUSE 12 ist inzwischen auf MariaDB 10.0. Debian bietet beides, Ubuntu bietet auch beides. Insbesondere ist Ubuntu 16.04, die Long-Term-Version, die erste Distribution, die MySQL 5.7 anbietet, was ja inzwischen GA ist, also Oracles MySQL 5.7. Interessanterweise haben die alle von MariaDB nur 10.0, keiner hat 10.1. Gut, 10.2 gibt's noch nicht reif, aber egal. Das ist so der Stand, als ich jetzt im Juli nochmal nachgeguckt habe. Subject to change, wie das so schön heißt. Das Stretch ist geplant, dass 5.7 reinkommt. Aber momentan ist es noch 5.6. Wie gesagt, ich habe im Juli nachgeguckt. Klar, dass die und gerade bei Stretch mit Testing kann sich das noch ändern, wundert mich gar nicht, aber gut. So. Warum will man vielleicht nicht das nehmen, was die Distribution in ihrer Güte anbietet und mitschickt? Das ist ja die interessante Frage. Da hat natürlich jeder seine eigenen Gründe. So und so viele wollen gar nicht wechseln. Ist auch klar, ist ja auch berechtigt. Man muss ja nicht unbedingt wechseln. Mögliche Wechselgründe, wie ich sie sehe, Verfügbarkeit von Features. Also gerade weg von 5.5 und weg von MariaDB auch 5.5. weil seit Oracles MySQL 5.6 auch in InnoDB eine Volltextsuche möglich ist. Das wäre ein mögliches Motiv. MySQL 5.7 kriegen wir die Geoindexe auch für InnoDB. Das ist hochinteressant. Für alle, die eben in der allgemeinen MySQL-Datenbank auch noch mit Geodaten umgehen wollen. Der JSON-Datentyp ist ein möglicher Wechselgrund in 5.7. Ja, also wie gesagt, neuere Features. Der Einsatz bestimmter Anwendungen, wenn ich einen Hersteller habe, der mir irgendeine Software liefert und sagt, die funktioniert mit Datenbank so und so Version 13, dann muss ich die installieren. Ob meine Distribution die liefert oder nicht, ist egal. Sonst habe ich da Support-Probleme. Und dann gibt's natürlich auch die, ich sag mal, psychologischen, emotionalen Gründe, dass ich vielleicht dem einen Anbieter mehr oder weniger traue, insbesondere den QA-Maßnahmen. Wer da Rückfragen hat, mach mal nach dem Vortrag. Oder dass ich vielleicht von Oracle die Enterprise-Features nutzen will oder was auch immer. Wo kriege ich eine neue Version her? Von den Distributionen kriege ich sie nicht. Aus guten Gründen. Eine Distribution legt sich, wenn sie eine Serie anfängt, sagen wir mal Red Hat 7, legt sich fest auf eine bestimmte Kombination von Versionen. Und die werden innerhalb der Lebensdauer von Red Hat 7 nicht von diesem MariaDB 5.5 weggehen.
weil das eben die Kombination ist, die sie einmal als zusammenpassend ausprobiert, getestet haben, mit der sie zufrieden sind. Ist auch völlig nachvollziehbar. Die sind nach ihrem Selbstverständnis vollständig. Ist ja auch richtig. Die Hersteller der Varianten, die liefern natürlich neue Versionen und bieten sie an. Die sind daran interessiert, die neuen Versionen ins Feld zu kriegen, alte Versionen loszuwerden, alte Fehler nicht mehr auftreten zu lassen, und so weiter und mit ihren neuen Features zu glänzen. Und das könnten wir jetzt also mal am Beispiel probieren, wie sieht das aus. Also ich habe mich jetzt mal nur auf MySQL und MariaDB gestürzt, weil die Abfragen sonst zu kompliziert werden und keine Distribution per Kona mitliefert, darum brauchte ich danach nicht zu gucken. Die Paketnamen sind nicht immer eindeutig. Ich muss im Zweifelsfalle in den Metadaten der Pakete nachgucken, wer hat das gebaut. Packager Vendor heißt das bei RPM, Maintainer bei Debian. Debian und Ubuntu bieten, wie gesagt, sowohl MySQL als auch MariaDB. Da ist das Problem, was ich schildern will, nicht in der Schärfe vorhanden. Und darum lasse ich diese einfachen Fälle mal weg und konzentriere mich auf den schwierigen Fall. Das heißt, wir reden über ein RPM und wir reden de facto über Red Hat 7. Einfach weil das das Problem so schön zeigt. Und dann gucken wir erstmal nach auf unserer Maschine mit RPM-QA, Pipe Egrep. Was haben wir denn? Und dann kriegen wir die rausgeliefert, kriegen wir die gemeldet und dann können wir mit QI Paketname nachgucken, was ist das jetzt genau? Also den Ist-Stand können wir bestimmen. Bei Debian das gleiche mit DPKG, aber wie gesagt, den verfolgen wir jetzt nicht so sehr. Entschuldigung, ich habe es vergessen. Die Folien gibt's ab Anfang nächster Woche zum Download bei uns auf dem Firmenserver. Also ihr braucht nicht unbedingt abzuschreiben oder zu fotografieren, es reicht die URL. So, ich habe dann also mal eine Maschine aufgesetzt mit CentOS 7, eine ganz normale Standardinstallation, was damit kam. Wie gesagt, CentOS 7.2 und wenn ich da mit RPMQA gucke, dann sehe ich, dass ich MariaDB Libs 5.5 installiert habe. Das liefert die Distribution zwingend mit und sie installiert im Basissystem. Und ich habe mich jetzt entschlossen, ich möchte das Original Oracle MySQL 5.7 wegen irgendeines neuen Features drauf haben und würde das gerne installieren. Ich gucke sicherheitshalber mit YAML nach. CentOS hat es natürlich nicht. Wenn ich da nach allen MySQL-Sternen gucke, dann gibt's gar nichts. MySQL Python und Konnektoren, ja, aber kein MySQL-Paket. Also mache ich einen Download von Oracle, habe ich jetzt gemacht. Und danach sehe ich, dass ich, wenn ich mir dieses Bündel von RPM-Paketen, ein Tar-File, was alle RPMs vereinigt, wenn ich mir das hole, dann habe ich einen Community Client und Community Common und Libs Compat und Server und noch ein paar andere, die jetzt hier weniger wichtig sind. Und die habe ich jetzt alle irgendwo lokal auf meiner Maschine liegen. Ich habe bewusst nicht das Oracle als Repository für YAML eingerichtet, weil ich es dann nicht in diesem Grad von Details zeigen kann. Klar, eleganter wäre es, da über ein YAML-Repository zu gehen, aber das zeigt das Problem nicht so schön, darum mal den umständlichen Downloadweg. Und jetzt möchte ich dieses MySQL 5.7 installieren. Das heißt also, ich sage RPM install von meinem Downloadbereich MySQL Community, sowohl das Client als auch das Serverpaket 5.7. Und dann kriege ich eine Fehlermeldung. Und das Wesentliche ist, dass er mir sagt, Community Libs wird benötigt. Und Community Common wird auch benötigt. Also so kann ich das gar nicht installieren, da fehlen welche. YAML würde das auflösen, RPM tut's nicht, wissen wir. Also, ich habe festgestellt, dass ich libAIO und NetTools auch brauche, die installiere ich jetzt, die kriege ich direkt von Red Hat, kein Problem, oder CentOS in diesem Falle. Und jetzt sage ich ihm, installiere mir alle vier Pakete, Client, Common, Libs und Server. Und dann kriege ich das eigentliche Problem gemeldet, nämlich, er will MariaDB Libs ersetzen durch MySQL Community Libs. Ja, klar, soll er doch. Sind wir sehr dafür. Warum macht er das nicht? Also grübel ich in meinem Gehirnkasten und stelle fest, stimmt ja, RPM-I macht keine Ersetzung. Ich muss -U nehmen, nämlich Upgrade. Aus meiner Sicht ein Designproblem von RPM, aber die Welt ist nun mal so. Also das gleiche mit RPM-U. Wieder die vier Pakete.
Und jetzt sehe ich es ein bisschen genauer. Er sagt, dass LibMySQL Client SO18 benötigt wird von Postfix. Das gleiche nochmal mit einer etwas anderen Schreibweise. Das ist eine andere Capability von RPM. Also, wir haben Postfix installiert, hat Red Hat so gemacht. Und dieses Postfix basiert in der Red Hat-Übersetzung auf der MySQL Client-Bibliothek. Und zwar Version 18. Also, erster Fazit, wir müssen RPM-U nehmen. Zweites Fazit, Postfix hindert uns daran, MariaDB Libs loszuwerden, weil Postfix nämlich darauf aufbaut. Gucken wir nochmal genauer in die Pakete rein. Und was haben wir denn alles an Paketen und welche gibt es da? Das ist jetzt ein bisschen Historie. Wichtig ist die rechte Spalte seit 5.5. In der Oracle-Welt kriegen wir MySQL Community. Davon gibt es ein Client-Paket, es gibt Benchmarks, die sind obsolet. Es gibt ein Comment-Paket, es gibt ein Entwickler-Paket. Ich kann Embedded und Embedded-Entwicklung. Ich habe Libs, ich habe Server und ich habe Tests. Also ein ziemliches Spektrum an Paketen. Und wie sieht die Abhängigkeit aus? Diese alten Pakete ignorieren wir jetzt mal, auch weil das sonst ein bisschen zu lange dauert. Wie gesagt, die Folien sind verfügbar für die, die es interessiert. So sehen die Abhängigkeiten bei den Oracle-Paketen aus. Der Community-Server will zwingend auf derselben Maschine Community-Client installiert haben und Client seinerseits verlangt Libs und Libs seinerseits verlangt Common. Ist so. Wir können den Server nicht einzeln installieren, weil er auf anderen Paketen aufbaut. Okay, das sollte ja eigentlich nicht unser Problem sein. Wir haben ja gesagt, wir wollen alle vier installieren. Das war ja vorhin unser Versuch, beziehungsweise alle vier upgraden. Das hat leider nicht funktioniert. Also Server ohne die anderen drei kriegen wir sowieso nicht. Das verhindern die RPM-Abhängigkeiten. Warum der Client Libs verlangt, naja, ich würde mal sagen, da hat man nicht ganz aufgepasst. Technisch ist das nicht zwingend, weil der Client die Bibliotheken nicht braucht. Der Client ist statisch gelinkt. Ist aber leider so in den Abhängigkeiten. Und da werden wir, wenn wir nicht selber bauen und am Specfile basteln, werden wir daran nicht vorbeikommen. Wo hakt es denn nun wirklich genau? Server und Client gehen nicht ohne Libs, das haben wir gesagt. Community Libs kollidiert mit MariaDB Libs. Ist so, denn Community Libs will MariaDB Libs verdrängen, das hat er uns vorhin gesagt. Hat man in der einen Meldung gesehen. Und MariaDB Libs lässt sich wegen Postfix nicht entfernen. Sieht so aus, als ob wir da erstmal nicht wirklich weiterkommen. Es sei denn, wir gucken nochmal gründlich. Wir kontrollieren nochmal. Warum können wir MariaDB Libs nicht löschen? Ich probiere es einfach mal mit einem RPM Erase. Er sagt, fehlgeschlagene Abhängigkeiten. Die LibMySQL Client 18 wird von Postfix benötigt. Interessanterweise sagt er uns nicht, dass MariaDB Libs benötigt wird. Die Abhängigkeit ist nicht auf dem Paketnamen. Die Abhängigkeit ist auf der enthaltenen Bibliothek. Es hilft also genau nachzugucken und sich nicht so gleich beim ersten Mal ins Boxhorn jagen zu lassen. Wir gucken sicherheitshalber nach. Was verlangt MariaDB Libs? Kein Paket. Es gibt in diesem CentOS 7 oder Red Hat 7 keine Abhängigkeit von MariaDB Libs, aber es gibt die Abhängigkeit des Postfix von der Bibliothek, die MariaDB Libs uns gebracht hat oder installiert hat. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Genaues Nachlesen hilft. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil und ein bisschen suchen und stöbern und nochmal nachgucken und ein bisschen bohren hilft auch. Also, MariaDB Libs ist uns als Paket im Weg. Das will die neue Libs verdrängen. Aber MariaDB Libs kann nicht verdrängt werden, weil die darin enthaltene Bibliothek gebraucht wird. Zwingend.
von Postfix. Bemerkung am Rande. Wir könnten jetzt Postfix deinstallieren und da könnten wir durchkommen. Aber vielleicht will man ja Postfix behalten. Viel schlimmer war das in Red Hat 6. In Red Hat 6 war nämlich Postfix so tief im System eingebaut, dass man Postfix nicht rausnehmen konnte. Hätte man Postfix entfernt, dann hätte man Cron entfernen müssen, weil es für die Cron-Mails gebraucht wurde und, und. Also in Red Hat 6 ging das gar nicht. In 7 jetzt ginge es. Aber wir gehen diesen Weg mal ganz bewusst nicht. Wir lassen das Postfix drin und tasten das nicht an. Also, wir können MariaDB Libs wegen Postfix nicht entfernen, es wird aber selber nicht benötigt. Wieso eigentlich? Was ist da los? Wir gucken nach. Was will denn Postfix wirklich haben? rpm-q-requires Postfix. Welche Abhängigkeiten hat Postfix? Postfix hat Abhängigkeiten von libmysql client, Version 18. Aber nicht vom Paketnamen. Und MariaDB Libs seinerseits provided diese 18er Bibliothek. Also die Bibliothek ist der Schlüssel zu unserem Problem. Und diese hakende Stelle, die wollen wir jetzt überwinden. Ich wiederhole nochmal. Server und Client kriegen wir nicht rauf, wenn wir Libs nicht auch raufkriegen. Libs kollidiert mit MariaDB Libs. Das enthält eine Bibliothek, die von Postfix benötigt wird. Das heißt, der Ausweg ist, wir müssen diese Bibliothek irgendwo herholen, sodass danach nichts mehr kollidiert und die Abhängigkeit, die Postfix hat, befriedigt wird. Was hatten wir vorhin installiert oder runtergeladen? Wir hatten uns das ganze TAR-Paket von allen RPMs geholt. Da sind auch welche dabei, die wir nicht brauchen, aber wie heißt der Spruch? Erstmal haben, Ende mit weg sein. Also da ist sowas Komisches drin. Das haben wir bisher gar nicht angeguckt. Und der Name ist irgendwie verdächtig. Also, was ist denn das? MySQL Community Libs Compat, ein Oracle-Paket aus der Serie MySQL 5.7. Provides, also stellt zur Verfügung, Lib MySQL Client SO 18. Tata. Und was braucht es? Die ganz normalen Community Libs von 5.7. Tata. Wir haben die Bibliothek gefunden in einem anderen Paket. Libs Compat ist ein aktuelles Paket, um alte Bibliotheken zur Verfügung zu stellen. Und solche Compat-Pakete brauchen wir eigentlich ganz grundsätzlich bei jedem Produkt, was im Laufe der Zeit eine neue Client-Bibliothek, die irgendwelche anderen Anwendungen aufrufen, bereitstellen will, wenn wir upgraden wollen, aber die alte Bibliothek noch bieten müssen. Dann kommen wir an irgend so einer Compatibility nicht vorbei und bei MySQL wird sie eben angeboten. Was ist bei Libs zum Vergleich? Libs liefert auch eine LibMySQL-Client, aber eben nicht die 18er, sondern die 20er, das neuere API. Aber Postfix ist halt noch gegen das alte, gegen das 18er gebaut, denn Postfix ist ja gebaut gegen MySQL oder MariaDB 5.5 und nicht gegen 5.7. Und der Sprung von 18 nach 20 in der LibMySQL-Client, das ist genau der Versionssprung von 5.5 über 5.6 nach 5.7. So, wir gucken nochmal die Libs an. Was braucht die Libs? Requires Libs, ebenfalls common. Genauso, das ist kein Problem, das ist immer noch im 5.7er Bereich. Die 5.7er Welt ist in sich vollständig und abgeschlossen. Also, neues Spiel, neues Glück. Wir haben vorhin gelernt, wir müssen minus U nehmen.
wenn wir libs-compat installieren wollen, dann sagt er, ich brauche aber auch Community-Libs. Und wenn wir libs-compat und libs installieren wollen, dann sagt er uns, ich brauche aber auch Community-Common. Ja, so sind die Dinger gebaut. Leider. Also, wir machen mit rpm-u immer noch -u, weil wir ja was anderes verdrängen wollen. Versuchen wir die Pakete libs-compat, libs und common zu installieren und siehe da, es gibt keine Fehlermeldung mehr. Wir haben zwar immer noch ein Problem, dass die da irgendwie nicht signiert sind. Das ist eine ganz andere Schiene, die ignorieren wir jetzt mal, optimistisch wie wir sind. Können natürlich Oracle eine Fehlermeldung schicken, was ist mit euren Signaturen und so weiter in den RPM-Paketen. Aber dann sind wir auch bei der Frage, wo kriegen wir die her? Und ich sag mal, über das Oracle YAML Repository sehen da die Möglichkeiten schon viel besser aus. Haben wir nicht gemacht. Wir haben ja den mühsamen, steinigen Weg des Einzeldownloads gewählt, weil wir mit RPM mehr Informationen kriegen als mit YAML. Gut, also wir haben jetzt dieses Update gemacht und gucken nach, wie sieht unser System jetzt aus. QA, Query alle. Welches MySQL oder MariaDB-Paket haben wir? Wir haben Common, wir haben libs-compat, wir haben libs. Wir kriegen kein MariaDB-Libs mehr angezeigt. Das heißt, dieses -u hat uns MariaDB-Libs verdrängt und ersetzt durch Oracles Compatibility-Paket aus der 5.7er Reihe. Damit ist Postfix zufriedengestellt, die Abhängigkeit ist befriedigt und die neuen MySQL 5.7er Libs und Common, weil libs-compat die nun mal verlangt. Habe ich jetzt irgendwen abgehängt? War ich irgendwo zu überfliegend, zu schnell, zu ungründlich? Okay. Das heißt, ein Teil des Wechsels ist uns gelungen. Sieht schon mal deutlich besser aus. Und jetzt müssen wir nur noch, jetzt haben wir den Haken, das Hindernis überwunden. Jetzt holen wir uns nur noch das, was wir sonst noch haben wollen, brauchen. Also, wir installieren jetzt, wir wollen ja nichts mehr verdrängen, da tut's rpm-i, von den 5.7er Paketen Client und Server und kontrollieren wieder, was haben wir jetzt auf der Maschine? Ja, da sind sie alle fünf. Client, Server, libs common aus der 5.7er Reihe für aktuelle Sachen und libs compat, um die Abhängigkeit des Postfix zu befriedigen. Da ist keine Magie bei. Da ist nichts Böses dabei. Wir haben uns vor allen Dingen immer an die Regeln des Paketmanagements gehalten. Wir haben nirgends mit Force gearbeitet oder Ignore oder irgendwie solchen Schweinereien und da Unsauberkeiten hinterlassen, sondern wir haben immer schön sauber uns nach dem Paketmanagement und den definierten Abhängigkeiten gerichtet. Aber wir haben uns halt außerhalb des Repositories der Distribution bedient. Das war ja genau der Ausgangspunkt. Und wenn wir jetzt sonst noch irgendwas weiteres brauchen, dann gucken wir nochmal in das RPM-Bundle, also in das TAR-File, was gibt's denn da noch? Da gibt's Development-Pakete, da gibt's Embedded-Compat, also dass jemand das wirklich braucht, sollte mich sehr wundern, aber ich will es ja nicht ausschließen. Und Development-Pakete für Embedded und es gibt neue Minimal-Pakete, Minimal-Debug-Info und Server-Minimal, die hat Oracle noch nicht mal im eigenen Manual dokumentiert. Die sehen vom Inhalt her recht interessant aus, aber sind nicht Thema dieses Vortrags. Es gibt eine ganze Menge. Es gibt vor allen Dingen auch Tests und naja, vielleicht möchte man ja testen und gucken, dass die Server-Tests oder MySQL-Tests fehlerfrei durchlaufen. Das werden sie sowieso nicht, aber das ist ein anderes Problem. Wir gucken ganz kurz mal spaßeshalber rein, wie sieht's bei Embedded aus. Embedded enthält auch eine 20er-Lib, allerdings nicht die Client-Lib, sondern die Lib-MySQL-D, also die Lib vom Daemon. Und das Embedded-Compat, das enthält wieder die 18er, also das gleiche Prinzip. Compat ist ein Paket aus der neuen Reihe, was die alten Schnittstellen befriedigt und folglich die Shared Libraries, die SOs, mit der alten Version bringt.
Wenn ich irgendwo auf eine etwas ältere oder überhaupt eine Distribution was Neueres raufpacken will und Pakete, die in der Distribution schon drin sind, zufriedenstellen will, wenn die Abhängigkeiten haben. Compat ist immer das, wonach wir suchen sollten. Das könnte nämlich der Schlüssel zum Erfolg sein. Ja, das ist das ganze Prinzip. Und sehr viel gucken und forschen und sich nicht entmutigen lassen, gehört auch ein bisschen dazu. Was hat uns das Ganze gebracht? An Erkenntnisgewinn, an Horizonterweiterung. Also, erstens, wir haben deutlich gesehen, irgendwelche Distributionspakete können von der Client-Bibliothek, von dem SO-File abhängen. Das kann ein Paket der Distribution sein. Das kann was sein, was wir selber gebaut haben und übersetzt haben, als da noch die Originalpakete installiert waren. Das kann was sein, was von einem Drittanbieter kommt. Typischer Fall sind irgendwelche Pakete, die über ODBC oder JDBC auf die Datenbank zugreifen wollen. Die gehen häufig über die LibMySQL-Client und die sind dann häufig von der alten SO-Version abhängig. Und diese SO-Version, die ist halt gekoppelt an die MySQL-Version. Also MySQL 5.0 hatte SO 15, dann ging es nach 16. 5.5 hat dann die 18 benutzt und 5.6 auch. Und 5.7 hat wieder am Interface was gedreht und darum ist es jetzt SO 20. Gut, das kann man mit ein bisschen Forschen rauskriegen. Wir haben was gelernt über einen Paketschnitt. Das aktuelle Libs-Paket hat immer die Client-Bibliothek mit der aktuellen oder mit der SO-Version vom aktuellen MySQL. Das Compat-Paket, das liefert die Client-Lib mit einer älteren SO-Version, typischerweise die SO-Version der Plattform. Es gab früher mal in alten Zeiten MySQL Shared Compat, das hat sich mit Shared, also Libs, nicht vertragen, da musste man das eine oder andere installieren, das war blöder Paketschnitt, den wir damals im Bildteam hatten. Das haben wir behoben. Die neuen Compat-Pakete haben solche Kollisionen nicht mehr. Die liefern nur noch alte Schnittstellen. Und es wäre natürlich ideal, wenn wir ein Bibliothekspaket hätten, was mit keinem anderen kollidiert und was auch keine Abhängigkeiten hat. Das, was jetzt hier unten steht, dieses LibMySQL-Client 18, das ist nicht auf Red Hat geguckt, sondern das ist auf einem SUSE-System geguckt. SUSE hat einen günstigeren Paketschnitt. SUSE hat LibMySQL-Client ohne Abhängigkeiten definiert und dadurch auch solche Kollisionen vermieden. Und das heißt, dieses 18er-Client-Paket kann ich installiert lassen, wenn ich neue Client- und Server-Sachen dazu packe. Mit ein Grund, warum ich mein Beispiel auch in der Red Hat-Welt genommen habe, weil da das Problem so schön deutlich auftritt. Da, wo das Problem nicht auftritt, da kann ich auch keine Erkenntnisse rüberbringen. Da fehlt die Stelle, die uns juckt und die wir kratzen wollen. Wenn wir analysieren, wir müssen den genauen Konfliktgrund suchen, wir müssen die Paketabhängigkeiten prüfen. Bei RPM also mit Requires, Provides, What Requires, bei Debian-Paketen mit den entsprechenden Optionen von DPKG Query. Ich muss gestehen, ich bin da noch nicht so sicher drin. Da muss ich selber noch Wissen aufbauen, falls es irgendwem anders ebenso geht. Es gibt ein sehr schönes Buch online, kann man also frei runterladen und auch online angucken, von Axel Beckert und Frank Hofmann über Debian-Paketmanagement. Nicht von der Paketbau- und Entwicklungsseite, sondern von der Benutzer- und Admin-Seite. Wie kann ich rauskriegen, was dieses Paket will und wie kann ich mich da informieren und so weiter. Ich benutze das gerade zum Wissensaufbau und kann es anderen auch nur empfehlen. Bei Debian gibt es ein Paket, das heißt glaube ich Equips oder so. Damit kann man Fake-Pakete bauen, um Abhängigkeiten zufriedenzustellen, also wenn die Abhängigkeit eigentlich da ist, aber das Paketsystem halt dann wieder meinen muss, das ist nicht so. Gibt es sowas für Red Hat, da ist für RPM auch? Volle Antwort, das kannst du die Fragen nochmal wiederholen, damit sie auch... Ach so.
Also, die Frage war bei Debian, gibt es ein Tool, wie bitte, Equivs? Equivs, um Dummy-Pakete zu bauen, die Abhängigkeiten formal befriedigen, die inhaltlich keine Rolle mehr spielen oder sowieso schon erfüllt sind. Und die Frage war, ob es das Gleiche bei RPMs gibt. Ist mir so nicht bewusst. Ich meine, ich kann problemlos ein RPM-Paket bauen, was sagt, ich liefere dieses oder jenes und es de facto nicht tut. Also ein Dummy-Paket zu bauen, ist keine große Kunst. Ich persönlich krieg's in RPMs besser hin, bei Debians bin ich gerade noch am Lernen. Aber als Tool speziell kenne ich es bisher nicht. Oder als Red Hat oder wie auch immer Paket, um sowas zu machen. Intuitiv vermute ich mal, das Interesse, sowas zu haben, dürfte bei Debian-Nutzern deutlich stärker ausgeprägt sein, weil die sowas eher machen. Ich sollte mich wundern, wenn Red Hat Enterprise an sowas Interesse hätte. Fedora vielleicht schon eher. Das liegt daran, dass du ein RPM mit bestimmten Dependencies einfach bauen kannst, indem du ein passendes Spec-File hinschreibst. Ja. Bei Debian musst du dir dieses Debian-Unterverzeichnis bauen, wo mehrere Dateien drinstehen. Was Equivs macht, ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, aber es ist halt in Red Hat massiv einfacher, so ein Paket zu bauen, indem du halt einfach dieses Spec-File schreibst. Und Equivs zieht dir das im Prinzip in dieses Debian-Verzeichnis auseinander. Aber was anderes macht das auch nicht. Also für die Aufzeichnung im Red Hat mit dem Spec-File ist es einfacher für ein RPM sowas zu machen als in der Debian-Welt. Ich bin froh, dass diese Aussage aus dem Publikum kommt, weil ich genau dieselbe Position auch vertrete, aber nicht von hier aus einen Flame War starten wollte. So, und wenn wir einen Ausweg finden wollen, nachdem wir also das Problem analysiert haben, dann werden wir Paketinhalte genau prüfen müssen, also mit rpm-ql die Files angucken, beziehungsweise -q --provides gucken, was bietet uns das. Und wir werden die Abhängigkeiten prüfen müssen und Schreibfehler. Entschuldigung, das sollte natürlich heißen rpm-p sorgt dafür, dass RPM nicht auf installierte Pakete zugreift, sondern auf RPM-Files, die per Download lokal verfügbar sind. Und RPM kann lokal in ein lokales File wesentlich gründlicher reingucken und Metadaten liefern, als YAML das für ein File, was remote im Repository liegt, tut. Wir kriegen nach dem Download mehr Informationen verfügbar als mit YAML über die Entfernung. Ja gut, in der Nähe kann man immer besser gucken als in der Entfernung. Ist auch nicht viel anders. Für Zipper können wir es vielleicht, also in der SUSE-Welt mit Zipper, mit Info Requires, haben wir etwas bessere Chancen als mit YAML, ist mein Eindruck. Aber ich habe keine intensiven Vergleiche gemacht. Also möge sich jetzt bitte keiner angegriffen fühlen, dass das eigene Lieblingstool für schlechter erklärt wird. Ganz grundsätzlich, wir haben bei den ursprünglichen Softwareherstellern, also Oracle, Percona, MariaDB, immer die größere Auswahl als bei der Distribution. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, ich sage es nochmal, die Distribution ist daran interessiert, eine als stabil erkannte Kombination anzubieten und über die Jahre verfügbar zu halten. Der Hersteller ist daran interessiert, seine alten Fehler möglichst schnell durch neue, bessere Versionen mit Korrekturen zu ersetzen. Das ist ein ganz fundamentaler Unterschied zwischen dem Distributor und dem Hersteller. Und wenn wir jetzt darüber philosophieren, warum bietet uns wer welches Paket, dann müssen wir diese unterschiedlichen Interessen im Hinterkopf beachten, um zu verstehen, warum, wieso, weshalb passiert da oder sind die so anders? Warum habe ich auf dem einen Weg mehr Möglichkeiten als auf dem anderen? Und grundsätzlich, der Hersteller will ja die alte Version durch die neue ersetzen. Um das zu machen, muss er gegebenenfalls Compact-Pakete liefern. Die Distribution hat gar kein Interesse daran, weil sie ja ihre stabile Kombination erhalten will. Ich rede jetzt nicht von so Rolling-Release-Sachen wie Arch Linux oder so, da wäre das anders. Aber die interessieren uns im, ich sag mal, produktiven MySQL-Einsatz oder im produktiven Datenbank-Einsatz typischerweise entschieden weniger als die
Server-Distributionen à la Red Hat und SUSE und für, ich sag mal, wirklich kenntnisreiche Hardcore-Entwickler eben oder Hardcore-Admins Debian oder Ubuntu-Server, um jetzt keinen durch Nichtachtung irgendwie zu erzürnen. Und wenn gar nichts passt, was machen wir denn dann? Wenn wir Pech haben und auch der Hersteller uns kein Compat-Paket liefert, ist ja möglich. Warum auch immer. Ja, Konflikte haben nur die Pakete, RPMs und DEPs. Die haben Konflikte, die erfüllen Abhängigkeiten. Wenn wir unsere Distribution sauber installiert haben, sind die Abhängigkeiten aber alle befriedigt. Das heißt, von daher müssen wir da nichts korrigieren. Wir möchten nur zusätzlich noch die neue Version haben. Dann bleibt uns immer noch der Ausweg am Paketmanagement vorbei. Achtung, ich sage nicht gegen das Paketmanagement oder es gewaltsam unterdrückend oder so, sondern ich sage dann dran vorbei daneben. Und dann können wir immer noch auf ein Target-Zip zurückgreifen. Ein Target-Zip können wir an einer beliebigen Stelle installieren, sodass es uns keine existierende Datei überschreibt. Und damit kriegen wir dann schlimmstenfalls auch was Neues hin. Eine neue Version auf unsere Maschine. Ich sage nicht, dass das die bessere Lösung sei. Es ist immer entschieden, einfacher und sauberer im Paketmanagement zu bleiben und sei es eben mit einem Paket vom Hersteller, weil wir dann die Upgrade-Funktionen nutzen können. Für Target-Zip haben wir die Abhängigkeitskontrolle nicht, die Upgrade-Funktionen und so weiter, die haben wir alle nicht, da müssen wir immer handarbeiten. Das ist immer unter dem Gesichtspunkt von Wartung und Upgrade und Sicherheit und Änderungen verfolgen, ist Target-Zip immer zweite Wahl. Paketmanagement macht es uns einfacher. Aber es könnte der einzige Ausweg sein. Bisschen Werbung für die eigene Firma. FromDual bietet ein Tool an MyEnv. Damit kann ich Pakete installieren, sei es RPM-Steps, aber auch Target-Zip und kann für die Environments, also Umgebungen schaffen und kann durchaus mehrere Target-Zips, da ist ja der Installationspfad frei, nebeneinander installieren, jedem seine eigene Umgebung geben. Das ist hauptsächlich für diejenigen interessant, die gleichzeitig mehrere Versionen auf einer Maschine haben wollen, um irgendwas auszuprobieren, irgendwas zu prüfen und so weiter. Damit auch Multi-Instanzen zu betreiben, Instanzen gezielt einzelne zu starten, zu stoppen, die Pfade auseinanderzuhalten und so weiter, bietet sich für Target-Zip an, kann ich auch für RPMs oder Debians nutzen, dann kriege ich natürlich nur eine Version, weil die einen festen Installationspfad haben, aber ich kann immer noch mehrere Instanzen verwalten. Kann also durchaus interessant sein. Ja, die Links, wo ich das herkriege, stehen unten auf der Folie und auf der letzten Folie steht unten der Link für den Download, also fromdual.com Presentations wird es im Laufe der nächsten Woche diese Folien geben. Ich möchte nicht fest versprechen, dass ich es Montag schaffe, vielleicht wird es Dienstag, aber dann sind die da und dann könnt ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen und gucken, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe oder ob eure Probleme andere sind. Ja. Und damit sind wir bei der Frage- und Diskussionsrunde. Was spricht denn eigentlich gegen die Nutzung von Containern? Das wäre auch eine Ja, was spricht gegen die Nutzung von Containern, die das auch lösen könnten? Ist es ein Performance-Problem? Liegt das am Speichermanagement oder? Gute Frage. Ad 1 ist es eine Frage der Vorlieben. Möchte ich überhaupt mit Containern anfangen? Ad 2 ist es eine Frage, kriege ich den Container genau mit der Version? Wie verträgt sich Container und Upgrade mit Versionspflege und Fehlerbehebung? Ich traue ehrlich gesagt der Containerwelt noch nicht so richtig, weil sie am normalen Paketmanagement vorbeigeht. Wenn ich mit meinem normalen Paketmanagement sage, YAML Upgrade oder dann kriege ich die Korrekturen von allen eingestellten Repositories. Container im Repository haben wir noch nicht. Und ob wir die überhaupt kriegen und kriegen wollen und so weiter, Skepsis. Also ich will jetzt nicht Container schlecht machen. Sie haben sicherlich für
etliche Experimente ihre Berechtigung und ihren Sinn. Aber speziell im Zusammenhang mit Paket-Upgrades sehe ich Container eigentlich ein bisschen fehl am Platz. Das zweite ist, eine Datenbank, wenn wir eine Datenbank einsetzen, dann wollen wir persistente Daten haben. Container und persistente Daten ist eigentlich ein totaler Konzeptbruch. Container soll ich ja ganz schnell durch was Neues ersetzen können. Und wenn ich das tue, sind ja die Daten, wenn sie im Container sind, weg. Also darf ich die nicht im Container haben, sondern muss sie daneben haben. Ja, ich weiß, Container unterstützen das. Aber dann brauche ich wieder da ein Filesystem-Import rein in den Container und das verfügbar machen. Kann ich alles machen, aber es macht meine Welt nur komplizierter und ich sehe den Gewinn noch nicht. Speziell also im Umfeld oder im Kontext persistente Sachen. Ich will ja nicht ganz schnell spielen. Wenn ich mit verschiedenen Versionen von Office-Paketen spielen will oder so, ist die Welt ist die Sache anders. Aber für Datenbanken, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, da wird was mit dem Hammer zurechtgebogen, was man eigentlich unbehämmert separat lassen sollte. Persönliche Meinung. Andere Fragen? Jo, dann danke ich für die Aufmerksamkeit, habe mich über die Fragen gefreut und hoffe, dass es euch was gebracht hat.